Guten Morgen, liebe Gartl- und Werkelfans. In dem Video geht es darum, dass wir das 60 Liter Düngefassel hinter mir austauschen gegen ein großes 200 Liter Fassel, der ja standardmäßig blau sind. Das werden wir anschleifen, aumalen, in die Erden versenken, ein Stückchen. Und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht es weiter. Die Oberfläche vom Fass ist jetzt da abgeschliffen, aufgeraut. Auf dem Kunststoffprimer steht oben, man sollte die Oberflächen ein bisschen aufrauen, das habe ich gemacht soweit. Das sind im Prinzip die ca. ersten 70 cm von oben nach unten, der Rest bleibt frei, der kommt dann in die Erden, da braucht kein Vorbau für, da ist das Blaue dann auch versteckt. Das Fassel können wir jetzt auch mal rein. Für das braucht ihr einen Kunststoffprimer und einen dementsprechenden Härter dazu. Das Ganze wird abgemixt. Entweder mixt ihr das komplett an, dann müsst ihr es aufbrauchen, sonst ist es bald einmal kaputt. Oder ihr nehmt zum Beispiel ein kleines Gefäß. Ich habe da so eine Endkappe von einer Spraydose. Da kommt 1 cm Härter rein und 4 cm Primer. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr den Kunststoffprimer ordentlich umrührt. Das dauert ein bisschen und dann kann man das auch schon einfüllen und verrühren. Und dann mit einem Pinsel auf die aufgeraute Fläche vom Fassel auftragen. Dann lässt man das stehen und trocknen nach Anleitung. Und dann kann man auch schon weitere Farben mit einer Spraydose zum Beispiel aufbringen und das Ganze irgendwie dekorieren und anmalen. Mit einer Kappe von der Spraydose kommt es genau aus mit einem Fassel. Das dauert keine 10 Minuten, ist das auch schon fast trocken. Das schaut nicht so schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch anmalen. Ich werde es dann hinstellen und dann schauen wir mal weiter. Das Ganze haben wir jetzt ca. 30-40 cm in die Erde versenkt. Da kommt jetzt noch ein Regenwasser rein, 2-3 Kübel, damit das einmal beschwert ist. Dann wird das rundherum mit Erden aufgefüllt. Am Boden unten habe ich noch eine alten Bretter rein da. Das werden wir dann ein bisschen schön machen da. Mittlerweile habe ich mir ein paar Brennnessel geholt. Die findet ihr am Waldrand bei Buchtläufen. Das schneidet ihr einfach an. Und wenn da so Beikräuter dabei sind, wenn noch Beikräuter dabei sind, außer Brennnessel, irgendein anderes Zeugwerk, wurscht, da ist es rein, der Jauchen ist das egal, es funktioniert trotzdem. Das Ganze wird dann mit Wasser aufgefüllt, bis zum Rand. Dann kann man es andecken, stehen lassen, 2 bis 3 Wochen, je nachdem, mit der Sonne funktioniert es ein bisschen schneller. Ständig umrühren, wenn es zu viel zu stinken anfängt, da ist ein Urgesteinsmehl rein, das bindet den aufsteigenden Ammoniakgeruch und dann könnt ihr es auch schon verwenden. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.